Juhu, hier sind wir wieder mit The Skies. Der Luca ist wieder mit dabei. Guten Tag. Ja, es ist ja eine Folge ausgefallen. Lacht da dran. Luca hat einen schönen Bug. Da wollten wir nicht unbedingt aufnehmen. Er kann nur noch Dauersprinten. Und durch das Dauersprinten kann er nur noch geradeaus laufen und nicht mehr rückwärts laufen. Ich erklär's mal. Ich drücke jetzt S zum Rückwärtslaufen. Oh, er läuft nach vorne. Ich drücke A. Ich laufe nach vorne. Ich drücke D. Auf nach vorne. Seht ihr, wie schön die Seitenschritte sind, die er macht? Ich bin im Dauersprint. Das Einzige, was ich jetzt herausgefunden habe, wie ich das umgehen kann, ist, wenn ich im Scope bin und wenn ich überladen bin, weil da kann man ja nicht rennen. Und da wir dafür eine Lösung gefunden haben, haben wir uns gedacht, dann wird es jetzt auch höchste Zeit, wieder aufzunehmen. Es gab nämlich zwei Patches mittlerweile. Das eine ist, es wurde der weibliche Charakter eingeführt, der, wenn er keine Rüstung trägt, oben ohne ist. Fand ich sehr interessant. Und es wurden viele Kleinigkeiten gemacht. Also es sind jetzt Events zum Beispiel hinzugefügt worden. Einmal gibt es zum Beispiel einen Mob Rush an einer zufälligen Zeit des Tages, der dann eine Stunde läuft, und wer in der Zeit dann am meisten von den Mobs gekillt hat, kriegt dann eine besondere Belohnung. Es gibt, wie man gerade oben sieht, das Global PvP Event, wo wir allerdings jetzt noch nicht mitmachen werden. Da muss erst die Steuerung bei Luca wieder richtig laufen. Sonst ist das ein bisschen doof. Und es wurde noch was hinzugefügt. Schon wieder vergessen, muss ich nachlesen. Es wurden noch viel mehr hinzugefügt. Ja, es wurden jede Menge Bugfixes gemacht. Die Streuung bei Tutorials. Den Waffen wurde korrigiert. Das Tutorial wurde hinzugefügt. Aber es wurde noch, genau, es gibt noch ein PvP-Rating-Event. Und das Territory Control. Das, was jetzt läuft, was gerade anläuft, ist das Rating-PvP-Event. Und dann gibt es noch für die Clans extra ein Eroberungs-Event. Was wir euch auch auf Dauer noch zeigen werden. Dann wurde, wie gesagt, ein Tutorial hinzugefügt, was auch recht praktisch ist für Neulinge, finde ich. Weil wirklich sehr viel erklärt wird mit dem Inventar, wo man was machen kann und, und. Die Grafik wurde überarbeitet, an den Waffen wurde fleißig geschraubt. Das Crafting wurde nochmal verbessert. Es gibt jetzt noch so ein paar mehr Kleinigkeiten zum Craften. Dafür sind dann die schweren Sachen raus, weil man brauchte schon bei sehr frühen Waffen die Machinery-Teile. Und da an die Dinger dran zu kommen, dauert ewig. Zumindest am Anfang. Da war das ein bisschen blödsinnig bei den niedrigen Waffen, dass man das brauchte. Und beim Crafting wurde jetzt unterteilt zwischen Melee-Weapon, Light-Weapon, Automatic und Heavy-Weapon und Rifles und Explosive-Weapon. Damit man die schneller finden kann beim Craften und nicht mehr die komplette Waffenliste durchscrollen muss. Ja, das war so grob alles. So noch viele Kleinigkeiten gemacht. Zum Beispiel, die Hunde sind nicht einfach mehr nur Hunde, sondern sie heißen jetzt Bounded Dogs. Und haben auch tatsächlich so zerschlissenes Fell. Das ist wahrscheinlich wieder ein Two-Headed, an dem kann man es natürlich nicht zeigen. Hat er nicht auch eine andere Textur? Nee, da haben sie nichts gemacht. Und die Hunde laufen jetzt immer mal so wirsch durch die Gegend. Was es etwas schwerer macht, sie teilweise abzuknallen. Ja, schießen wir doch einfach gerade mal daneben. Raider von der Seite. Ja, mir hat der Hund übel zugesetzt. Das mit dem Autosprint ist sowas von ungewohnt, ne? Ja, ich hätte dir gerne geholfen, nur ich hatte den Hund an der Backe. Wo respawn? Nimm Plane. Wollen wir den Punkt wieder einnehmen? Genau das. Bist du schon auf dem Weg? Ich bin gerade rüber auf dem Weg, ja. Okay. Die Hunde wurden auch böser gemacht. Sie beißen jetzt schneller zu.
Deswegen habe ich mich erstmal um den Hund gekümmert, weil sonst hätte ich nämlich auch ganz schnell da gelegen. Ja, und jetzt wollen wir mal wieder gucken, ob wir nicht wieder ein paar Leute ärgern können, die on sind, indem wir ihnen die Flaggen klauen. Dass sie die Streuung bei den Waffen angepasst haben, hat Vorteile, hat aber auch Nachteile. Es gibt auch eine neue Funktion beim Flaggen. Habt ihr das nicht ganz durchgelesen? Kannst du erklären? Ja, die Tutorial-Flagge meinst du jetzt, ne? Nee, ich meine mit dem... Achso, den 2-Minuten-Delay. Ja, wenn man jetzt eine Flagge erobert, ist sie nicht instant erobert, wie es vorher war, sondern man hat 2 Minuten Zeit, die Flagge noch zurückzuerobern, ohne dass die Zeit zurückgesetzt wird. Fand ich auch sehr gut, weil manchmal hat man ja echt das Problem, man ist fast durch mit dem Flaggenpunkt und würde eine dicke Belohnung kriegen. Sieht man jetzt da unten? Da laufen gerade 90 Sekunden ab. Ja, oder 90 Sekunden sind's. Es gibt ja bei den Kurses kein Premium mehr. Scheiße! Ich brauch Premium. Ja, das ist bei uns beiden das Problem. Bei uns beiden ist Premium abgelaufen. Was denn Agonitum? Das wird eine Ressource sein, denke ich mal. Mining Resource. So noch nicht gesehen. Argon. Wird irgendwas von einer Abart von Argon sein, denke ich mal. Obwohl Argon eigentlich ein Gas ist. Ich nix wissen. Ja, so ein bisschen was habe ich in Chemie gelernt. Bisschen nur? Nur ein ganz klein bisschen. Nur die interessanten Sachen. Wie stelle ich mir selbst Salzsäure her? Wie könnte ich mir rein theoretisch selber Wasserstoff herstellen? Das habe ich nur schön brav sein lassen. Mich selbst in die Luft jagen wollte ich nicht. Salzsäure herstellen war damals gut. So, jetzt ist die Zeit abgelaufen. Ja. Und jetzt habe ich ihn erst. Jetzt haben wir den Punkt. Ich laufe mal nach hinten zu dem anderen und hole den noch. Mhm. Na, schade, ich sehe dich wieder nicht auf dem Radar. Mich auch nicht. Aber mittlerweile, der Name ist übrigens weg. Aber mittlerweile kann man sich wenigstens gut auseinanderhalten durch unsere blauen Rüstung. Erkennt man den Unterschied, ob Freund oder Feind? Ansonsten müssten wir immer fragen, hast du Sahnetorte dabei? Bist du Freund oder Feind? Scheiße, das war Elf, 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 Elf tot. Was? Nix. Wenn das ein Feind war. Also, ich dachte jetzt schon. Gerade mal also, ein Meter weggelaufen und schon kommt ein Tod. Nee, das meinte ich nicht. Zum Glück. Wir hätten jetzt auch den Brückenpunkt nehmen können, nur da kloppt sich jeder drum, das ist ja langweilig. Da kommt man dann aus dem Hin- und Herlaufen nicht mehr raus. Vorbei, du blöder Container. Ah, das funktioniert jetzt auch wieder, wenn man in den Kisten drin ist, mit E-Take-All zu machen. Das hat zwischendurch nämlich nicht funktioniert, da hat man die Kiste immer wieder geschlossen. Was? Das lag aber dann an dir. Ich hatte das, bei mir ging's immer. Ich hatte das nur kurzfristig. Doch, dann war das ein Bock bei dir. Ja, war so ein bisschen nervig. Dann musste ich immer extra auf Take-All klicken.
Ja, dass die Grafik haben sie auch nochmal fleißig dran geschraubt, viele Details eingefügt. Das sieht man jetzt leider in den Aufnahmen nicht ganz so gut, weil wir ja leider die Grafik fleißig runterschrauben müssen. Und selbst jetzt ist meine CPU bei 99%. Die Aufnahme killt. Wir warten unbedingt auf eine Performance-Verbesserung des Spiels. Oh ja. Wir wollen euch die hohe Grafik zeigen. Ja, es ist halt echt beeindruckend auf Ultra. Die Landschaften sind echt geil. Auch in den Häusern. Das könnten wir gleich mal zeigen, wenn sich hier an den Punkten nichts tut. Weil jetzt haben sie in den Häusern noch so Wandteppiche hinzugefügt, Küchenzeilen, Gläser, die in den Schränken stehen. So Einmachgläser. Und viele, viele kleine Details, dass die Welt wirklich lebendiger wirkt. Und vor allem halt realistischer. Oh, meine CPU schimmelt auf 50%. Ah, geil. Da muss ich irgendwas falsch eingestellt haben bei mir. Klar, dass ein Intel besser ist, dadurch, dass er besser angesprochen wird, gar keine Frage, aber... Obwohl, nee, bei mir ist die Aufnahme an sich höher, ne? Hast du die nicht für Skies runtergedreht? Ja, ein bisschen, aber ich glaube, es ist trotzdem noch höher eingestellt als bei dir. Wie viele Kerne hast du denn? 8. Ich auch. Ich dachte, das ist schon nicht. Schade. Also ich habe eigentlich 8 Kerne mit je 4 GHz pro Kern. Eigentlich sollte das ohne Probleme rennen. Ja. Aber wahrscheinlich wird es wieder irgendeine Einstellung bei Windows sein. Windows. Da muss ich nochmal gucken in den MS-Config-Einstellungen, ob ich da das richtig eingestellt habe mit dem 8 Kernen und so weiter. Ja, anscheinend stört es diesen jetzt irgendwas nicht. Nicht wirklich. Und auch wenn, die 90 Sekunden haben wir noch Zeit, wir müssen ein bisschen weiter weggehen jetzt. Ja, ich würde jetzt nur zu den Hochhäusern erstmal gehen, dann können wir euch da noch zeigen, was sich drinnen getan hat. Weil die Details dürfen ja noch drin sein. Das mit dem einen Folgenausfall ist jetzt ungünstig gelaufen, aber es sollte eigentlich die nächsten Tage laufen. Ja, nur es hätte ja auch keinen Sinn gehabt, wo du gar nicht rückwärts laufen oder seitlich laufen konntest. Okay, die lassen wir mal stehen, wir sehen zu, dass wir da kommen. Bin ich auch für. Two-headed ist nervig genug. Und noch, wie viel waren das? 2, 3? Das ist mindestens ein Two-headed plus Raider plus 3 Hunde. Okay, die KI wollte einen nicht erkennen. Wahrscheinlich, weil das hier noch als Wand anerkannt wird oder sowas. Für die. Ja, normalerweise erkennt er einen aber und schießt dann raus. Na, ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach nur falsch erkannt wird. Ist ja ein Objekt, was dazwischen steht, sozusagen. Das war ein One-Hit. Mir fehlt so das Plus bei den ganzen Sachen. Vom Premium, weißt du? Ja. Nicht nur du. Bei meinem Glück erwischen wir jetzt ein Haus, wo noch nichts groß hinzugefügt wurde. Nein, müsste eigentlich bei jedem sein. Hier sieht man schon. Hier
Hier sind jetzt so die Küchenzeile mit so großen Einmachgläsern zum Beispiel. Das bist gar nicht du, das ist ein Raider. Das warst gar nicht du, das war ein Raider. Oh. Raider, Hilfe! Nein, HP! Gott, es ist ungewohnt, so zu kämpfen. Hilfe! Ich muss lernen, so zu spielen. Ist aber erledigt. Ich hab ihn umgenietet. Gut. Doch lebe ich. Mit 88 HP, ich habe mich hochgeheilt. Auch hier, so die Betten fehlten, glaube ich, vorher. Tisch mit Computer war auch definitiv nicht drin. Also hier zumindest nicht, aber sonst. Ja. Das sind so viele Kleinigkeiten, wo sie wieder dran geschraubt haben. Oh, Hochbett. Ein Kinderhochbett. Lol. Das haben sie auf jeden Fall neu drin. Ja, wie gesagt, sie haben viele, viele Details reingepackt. Den Wandteppich fand ich halt auch echt cool. Habe ich aber bis jetzt noch nicht gesehen. Nicht wieder gesehen. Da ist er. Wandteppich, die Bücher sind definitiv neu. Der Sessel. Dann hier hinten noch ein richtiges Wandbild. Schön, schön. Sogar verschiedene. Guck mal, so sah das hier damals mal aus. Ja, es war mal, in so einem gefliesten Raum, ob ich da schlafen will, weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall mal schick. Na, hier ist dann sogar ein Becher. Es gibt jetzt Kleber? Lol. Ja, Duct Tape haben sie quasi hinzugefügt. Den Loot haben sie auch verbessert bei den Mobs. Das auf der höheren Map vorher hat ja alles wirklich gleich geworfen. Jetzt droppen hinten in Wastewaters auch höhere Sachen und bessere Sachen. Das wurde wohl nachkorrigiert. Um aufs Dach zu kommen, müssten wir wahrscheinlich wieder durch irgendeine untere Etage klettern. Kommen wir denn nochmal wieder hoch? Einmal kommen wir hoch. Ne, da müsste eine Barrikade eigentlich sein. Nö. Ne, sind auch nicht. Ach, du meinst, dass man jetzt nicht in die Räume kann? Hier müsste man. Ja, hier ist die Barrikade. Ach, da ist gar kein Loch in der Decke. Lol. Nee, da muss man wieder durch eine der unteren Etagen. Das will ich mir so jetzt nicht antun. Sich fleißig hochhangeln. Da verzichte ich jetzt drauf. Da muss man, wie ihr sieht, es wird fleißig an dem Spiel gearbeitet. Da muss man dann aus einem Fenster klettern. Ja, und... Nee, ich glaube bei dem Gebäude hier nicht. Da musst du nur irgendwo eine eingebrochene Stelle suchen und dann ist das wie ein Labyrinth nach oben. Ah, okay. Also ich habe mich hier in dem Gebäude, glaube ich, schon mal dumm und dämlich gesucht. Und habe es dann nicht gefunden gehabt. Wir kriegen ein Loot. Loot. Nun. Das
spontane Massensterben der Raiders. Alle tot. Es macht schon Spaß, mit besseren Waffen hier rumzulaufen. Also, dass die respawnen, finde ich ja echt unfair. Dass die ein zweites Leben verdient haben. Spieler. Was, wo? Ich heile mich nochmal hoch. Die Dame da hinten, wenn ich mich recht entsinne, die kann man noch nicht töten. Die haben sie neu hinzugefügt. Sie greift einen aber auch nicht an. Freundlicherweise. Die kann man noch nicht töten. Nee, kannst du drauf schießen, wie du lustig bist. Die kriegt noch keinen Schaden. Die wird wahrscheinlich ganz, ganz böse, wenn die erstmal angreift nachher. Weil habe ich auch nur eine einzige von rumlaufen sehen bisher. Ich weiß nur gar nicht mehr, wie die hieß. Na, wenn er jetzt gerade unten lang läuft, dann können wir mal kurz nach dem Namen gucken. Lola, genau, Lola war's. Klingt irgendwie bei Lucy. Wird wahrscheinlich sowas wie ein Leader nachher in den Raidern sein oder sowas. Okay, der Spieler unten hat eine bessere Wumme. Na, muss nicht, könnte auch eine billige Maschinenpistole sein. Muss nicht besser, aber ja. Der kann damit schon gut nerven. Oder die? Ja. Aber wenn sie alle so fleißig unsere Punkte in Ruhe lassen, dann holen wir uns doch noch ein paar neue. Oh, da war die Tour jetzt. Raider kommt doch nach oben, wenn er es schafft. Kein Hund. Und von der Seite, Hilfe! Noch einer. Oh ne, Raider! Oh. Ja, da oben seht ihr jetzt gerade das Tutorial. Da meldet sich immer mal wieder. Immer wenn ich was mache, was ich noch nicht gemacht habe, laut Tutorial, erklärt er mir schön Sachen. Es wurden mehr Pflanzen hinzugefügt. Also die Welt wird von Mal zu Mal lebendiger. Und dabei finde ich es eigentlich, war es schon von Anfang an relativ stimmungsvoll. Ich denke, wie schlecht manche Dinger gemacht sind. Juhu, Strahlung! Wollte sagen, oh nö. Das ist so schrecklich, so zu spielen, das glaubst du mir nicht. Aber ich gebe mir schon Mühe, dir immer den Rücken irgendwie frei zu halten. Ja, das finde ich auch gut. Und sogar so zu schießen, dass es dich nicht trifft. Aus meiner Sicht ist das scheiße. Boah, wie lange ich schon nicht mehr verstrahlt war. Das ist auch gerade 3 Wochen her. Schon Entzugserscheinungen gehabt. Hm? Schon Entzugserscheinungen gehabt. Ja. Was für ein Strahlenschaden. Ich brauche meinen Strahlenschaden. Ich will sterben. Ich will sterben. Ich will wieder im Dunkeln leuchten. Die einen brauchen Leuchtkondome, um im Dunkeln Spaß zu haben. Haha. Ich verstrahl mich. Leuchte ich auch im Dunkeln. Oh, die steht sogar auf neutral. Nö, ich bin überladen durch irgendwas. Ich kann wieder seitlich laufen. Inventory ist voll? Gott. Ja,
Wir haben sie aber eindeutig an der Landschaft was gebastelt. Kommt mir gerade ein bisschen anders vor, wenn ich hier hinten hinlaufe. Der Felsen war da, meine ich, nicht und das Gebäude war da auch nicht. Was habe ich jetzt aufgenommen, was mein Inventar vorgemacht hat? Von der Flagge. Hä? Von der Flagge? Na, das könnte sein. Oh ja, ich bin 93,84. Scheiße. Oh, was ist denn so schwer jetzt hier? Gucken, ob ich die eine Flagge jetzt noch kriege. Immer noch zu schwer? Ach Gott. Nee. Bin immer noch 5 zu schwer, egal. Scheiß drauf, ich gehe gleich verkaufen. Schmeiß jetzt nicht alles weg. Hier haben sie weniger Mobs im Spawn drin. Bei der Flagge hier. Ja, aber die Tourhelden sind immer noch da. Da kommt was hinter dir. Werdet. Schade. Tot. Sauber. Ob du dir das mal den Loot, der hat nämlich manchmal gut Kohle dabei. Wo bist denn du, Anna? So, erstmal hier aus dem Strahlengebiet raus. Ich habe schon 72 Schaden eingesteckt. Die haben noch gut Party-Bugs in diesem Spiel. Da können sie gerne ein bisschen was beheben. Ja, das ist, dass man sich als grüne Figur weiterhin sieht und die HP-Anzeige. Sie müssen noch an vielen Details arbeiten, das ist gar keine Frage. Wir wollen das Spiel halt auch nicht besser reden, als es ist. Es gibt Bugs. Damit muss man aber in diesem Fall leben. Wie gesagt, also Early Alpha. Ich kann es nur immer wieder betonen. Ich habe angehumpelt. Die Leute brauchen hier nicht an das Spiel reingehen nach dem Motto, nee, es ist ja ein komplett fertiges Spiel. Nein, es ist nicht nur Early Access, es ist Early Alpha. Da kann man froh sein, wenn das Spiel überhaupt 5 Minuten lang funktioniert. Guckt man die ersten Alphas von Minecraft an und da kriegt es Kotzen. Ja, also viele Entwickler machen ja noch nicht mal eine Early Alpha frei zugänglich. Da kann man froh sein, wenn es nachher eine Open Beta überhaupt gibt. Was ich auch mittlerweile verstehen kann, weil wenn ich mir angucke, wie die Leute hier teilweise kommentiert haben bei dem Spiel, obwohl es eine Early ist. Das fand ich dann doch schon etwas erschreckend, was die Leute da scheinbar erwarten. Man muss sich einfach vorstellen, Early Alpha ist so die Version, die kommt, nachdem so das Grundkonstrukt eines Spiels geschaffen wurde. Also quasi nicht viel. Da existiert dann die Map und so ein gewisses Grundkonzept und das war's dann. Eine ganz gefährliche Ecke. Ja, und mal wieder eine Strahlenecke. Soll ich versuchen hochzuspurten auf das Gebäude, weil wenn du hier den Bär oder sowas dran kriegst, den kannst du nicht abhängen.
Ja, mach. Ich lasse mich hier von irgendwas killen und gehe nach Camille verkaufen, glaube ich. Folge ist jetzt eh zu Ende. 30 Minuten. Ach, okay. Boah, jetzt bin ich verdammt verstrahlt, ey. Boah. Das ist kein normales. Nee, das sind starke Strahlenschäden. Boah. Das hat mich auch glatt nochmal um 50, fast 50 HP runtergedrückt. Jetzt hat er wieder 60. Plus das, was die Hunde bei mir gerade weggenagt haben. Oh, ich hab vergessen auf Leben zu skillen, hab nur 80 Leben. Scheiße. Jetzt bin ich auch überladen. Ja, das müsste ich eigentlich auch mal irgendwann wieder hochleveln. 80? Aber dann hast du ja gar nichts Großes drauf. 2. Okay, ich hab's bei 3. Aber dafür habe ich trotzdem 172. Jetzt hab ich 114. Denk dran, dass der dir, wenn du im C drin bist, anzeigt, wie viel. Ich Plus bekommen, wa? Wie viel du jetzt mit den Strahlenschäden hast an Bonus. Der Strahlenschaden drückt auch den Bonus runter. Weil bei mir ist er jetzt gerade auch von 102 auf 85 runtergesprungen. Ja, dann. Ja, aber wie er schon sagte, die Folge ist wieder vorbei. Ich gleich tot. Da hat sich ein Käfer angebirscht. Gut, wir hoffen, es hat euch gefallen und dass ihr wieder reinschaltet, wenn es wieder heißt, wir spielen The Skies. Ciao, ciao. Tschüss.